Mit der Funktion Schusslängen aus der Mensch-und-Maschine-Building-Suite können Lüftungskanäle sowohl als rechteckige als auch runde in einem Netz in sogenannte Schusslängen aufgeteilt werden. In dem Fall habe ich mir zwei Luftkanalnetze vorbereitet, einmal rechteckig, einmal rund. Und ich wechsle in das Register MUM, Gebäudetechnik, und starte das Werkzeug Schusslängen. In dem Fall bin ich in der Lage, einzelne Luftkanäle aufzuteilen. Die Dialogbox ist aufgeteilt im linken Teil rechteckige Kanäle, im rechten Teil runde Kanäle. Des Weiteren haben wir hier unterschiedliche Parameter, die wir einstellen können für das Verhalten. Hier besonders, ob ich den Flange als Stärke berücksichtigen will, ja oder nein, und dann unterschiedliche Beschriftungsmöglichkeiten. Nachdem ich das eingestellt habe, bestätige ich das mit OK und Kanal wird entsprechend aufgeteilt. Das gleiche passiert mit runden Rohren. Sie sehen, hier sind wir in der Lage, entsprechende Teile als Trennung, als Flange vorzuwählen und mit OK werden die Kanäle aufgeteilt. Das gleiche passiert, indem ich die gesamte Strecke auswähle. Hier gehe ich wieder in MUM, Gruppe Gebäudetechnik, Werkzeug Schusslängen und hier kann ich jetzt einstellen, ob ich die Flange-Stärken berücksichtigen will, ja oder nein. Auch analog dazu gehe ich mit OK und der gesamte Kanal wird aufgeteilt. Zu allerletzt mache ich das mit einem runden Kanal. Hier wähle ich in dem Fall zum Beispiel Nippel und mit OK bestätige ich das. Kanalstrecke wird aufgeteilt. Im Grundriss sieht das dann so aus und bei der Beschriftung, die Beschriftung wird als Parameter Kennzeichen gesetzt. Sie sehen, hier hat man einmal das System und dann laufende Nummer. Das kann man natürlich nach Bedarf anpassen.